von unserer Seite der Kulturbühne möchte ich Sie, euch, hier alle recht herzlich zum Start der Mittwochstouren begrüßen. 19. Mittwochstour oder 19. Jahr, wo die Mittwochstouren hier losgehen, wieder vom Mai bis September. Also das ist ja schon mal eine beachtliche Zahl, dass wir im 19. Jahr sind. Und wie immer ist natürlich unser Motto, Lütkes ist kein Witz, Mittwochsforum Way mit der Fitz. Und das, wie gesagt, bis September und zum Start, wo Petrus das ja mit uns hier nicht ganz so gut meint. Dennoch sehr viele, ja, wir wollen hoffen, dass es heute trocken bleibt. Kerzchen sind aufgestellt und ich denke, mit euch fährt der Sonnenschein immer hinterher. Wir möchten uns natürlich jetzt schon ein bisschen auch bei Rudi und seinem Helferteam bedanken, dass sie wieder diese Aufgabe übernehmen und die Touren ausarbeiten. Traditionell geht es heute wieder Runde um Gott. Lasst euch ein bisschen überraschen. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und bevor ihr euch darauf stürzt, möchte ich mir doch erlauben, eben zwei Veranstaltungshinweise zu geben. Und zwar ist die Kulturbühne ja nicht nur bei euch mit den Radveranstaltungen dabei, sondern wir haben hier im Kastell auch immer einiges, was vielleicht von euer Interesse ist. Und da möchte ich auf den 18. Mai einmal hinweisen. Da haben wir hier Tanztee mit einem Swingorchester um 15 Uhr. Die spielen aber in ihrem Potpourri wirklich alles. Aber das Besondere ist eben auch daran, dass sie so ein bisschen die 30er, 40er Jahre Musik drauf haben. Es ist eine 13-köpfige Band und da kann ich Sie nur herzlich einladen. Nutzen Sie das Angebot, wir würden uns freuen. 5 Euro, 15 Uhr, 18. Mai. Dann haben die Goli Freunde bzw. Goch TV einen Krimi rausgebracht, der im Goli gezeigt wird. Das ist jetzt am kommenden Wochenende. Und zwar, Freitag. Freitag ist schon ausverkauft, wenn ich das richtig habe. Und am Sonntag aber, wenn nach Muttertagsüberraschungen Sie vielleicht nachmittags noch etwas Zeit haben, dann können Sie im Goli auch um 16 Uhr da den Krimi von Goch sehen. Ja, an meiner Stelle wäre es das alles. Rudi möchte bestimmt auch ein paar Worte zur Begrüßung eben sagen. Wir von der Kulturbühne wünschen Ihnen, auch stellvertretend vom Leiter der Kulturbühne, der ist, Herr Kleinen ist im Urlaub und damit möchte ich den hiermit auch noch entschuldigen, aber nach der Stringtime hat er sich das auch alles verdient und da wollen wir ihm das auch gönnen und ich glaube, da wo er ist, hat er auch gutes Wetter. Ja. Also von unserer Seite, vom Team der Kulturbühne wünschen wir Ihnen alles Gute, immer pannenfrei, unfallfrei, seien Sie vorsichtig, Sie sind sehr viele unterwegs. So, jetzt Rudi, bist du dran. Ich freue mich, dass ihr alle wieder gekommen seid und ich verspreche euch, dass wir wieder eine super Saison hinter uns bringen werden und dass wir jedes Mal gutes Wetter haben. Denn ihr wisst ja, Nörlken ist mit uns und sollte es denn auch mal, was wir ja eigentlich gar nicht erwarten, aber sollte es denn mal das ein oder andere Tröpfchen regnen, denkt dran, ihr habt alle einen Garten zu Hause, ihr braucht den Regen drin. Ja, was natürlich heute interessant ist, als wir 1996 begonnen haben, haben wir diese Tour, die wir heute machen, auch schon gefahren. 1996. Also werden wir also wieder auf diesen Spuren rund um Gock fahren. Wir fahren jetzt die Versailler Straße hoch und dann bleiben wir auf der Straße und überqueren den Ostring. Stand bei Ihnen nicht rein. Er stand um die Ecke. Oh, wir wissen schon, aber das ist verwischt. Nee, kann man nicht mehr drauf. Davon alles nehmen. Alles von jedem ein. Ja. Thank you.
Aber das kann ich selber. Nee, lass mal, ich mach mit der Hand. Ja, ich kann alles. Du hast. Ja, super, André. Ich hab viel besseres Gefühl mit der Hand. Du hast Gefühl. Du wolltest mit den Fingern, Andreas. Ja, das sind meine Finger. Geil. Ist es richtig? Nee. Hund muss er zuerst. Ja, der hat. Hallo also doch. Da bist du dann, schneiden wir ein Stück ab. Ja, komm mal. Jetzt du fertig? Hoch. Geht er wieder. Siehst du das? Ja, der ist auf außen. Thank you.
feststellen, für die Regenschauer bin ich nicht verantwortlich. Karl-Heinz hat das auf sich genommen, weil er hat eine Pause in Hommersum angeordnet. Wenn wir da nicht gestanden hätten, wäre man auch nicht nass geworden. Also, wie gesagt, das Wetter ist nach wie vor gut. Ich hoffe auch, dass wir trocken zu Hause ankommen. Ja, wir hatten in der letzten Zeit eine ganze Menge, die Geburtstag hatten. Und einige wollen noch gar nicht wissen, wie alt sie geworden sind. Aber wir haben auch ein Ehepaar unter uns, die inzwischen ihre Goldhochzeit gefeiert haben. Ja, und zwar ist das Leja und Gerd Franken, das ist schon im Januar gewesen. Und wir haben bisher noch keine Gelegenheit gefunden, uns einen auszugeben, das haben wir dann heute gemacht. Und dann bedanken wir uns auch bei den Geburtstagskindern, bei Heinz Dennis, der immerhin 80 Jahre alt geworden ist. Ja. Und Helga hat den Geburtstag, Helga will es wissen, sie ist 65 geworden. Ja. Ja, und dann singen wir mal für alle Geburtstagskinder, auch für die anderen, viel Glück und viel Segen auf aller Wege. Und auch für diejenigen, die noch nicht Geburtstag haben. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Los geht's los, komm mal her. Und dann die Leute, die hier haben, wa? Tschüss. 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 Deine Mutter hat gerade. Hat. Halleluja.